Ali, hallo und hallöle und herzlich willkommen hier zurück bei der Coin Place. Das hier. Das schöne Chained Echo. So. Lernen wir erstmal das hier. Das brauchen wir nicht. TP sparen. Sehr schön. Angriff. Mehr LP. Das da. Ultra Move. Na, brauchen wir nicht unbedingt. Geschicklichkeit. Sehr schön. Was haben wir dann noch hier? Tigerrausch. Ein körperlicher Angriff nach Tigerschlag eingesetzt, gewährt er Blütenpracht. Ah ja. Kombo-Sachen finde ich sehr interessant. Ein körperlicher Angriff bestehend aus 4 Treffer, die kaum Schaden zufügen. Cool. Toxin-Treffer, viel interessant. Angriff erhöht, nehmen wir mit. Mehr LP, jawohl. Tech-Punkte, Angriff. Allgemeine Psyche. Konterangriff. Körperlichen Angriff, der 0,5 Schaden verursacht, wird bei aufeinanderfolgenden Anwendungen stärker. Yay. Und allgemein Kräfteerhöhung, sehr schön. Und vielleicht noch kurz Schaden erhöhen. Jawohl. Plus 4? Sind das nicht bei allen anderen immer plus 5? Ohne Scheiß, bei den anderen ist es plus 5, bei Jesus plus 4. Also vorausgesetzt, sie haben das. Wusch. Egal. Egal. Nicht meckern. So. Ja, ja, ja. Sie ist die mit Schlagringen. Guck an. Tippe mal drauf, das wird kein wirklicher Dungeon sein. Das ist mehr so ein Geh geradeaus und gewinne einen Preis-Ding. Aber sehr interessante Antikörpergegner. Die keine Schwäche haben, die weder Freund noch Feind kennen. Aber irgendwie sind sie putzig. Also, irgendwie. Könnten die seelenlosen Augen sein, die finde ich sehr unterhaltsam. Jetzt können wir theoretisch so machen, wunderschön. Len macht mit, so läuft das. Das ist Speckwand. Eine Wand aus Speck. Ja, nein, also... Würde ich jetzt eigentlich sehr ungern drin schwimmen. Aber gut, hilft ja alles nichts. Igitt. Einfach Igitt. Und mehr Geschwür. Lustige Eingeweide Dungeon hin oder her, aber... In so einem Zeug schwimmen, nicht so schön. Ein Angriff von 98. Das ist erstaunlich hoch. Könnte sein, dass wir Mika demnächst so ein Partymitglied machen. Der Glenn rausnehmen. Wie viel Angriff hat Glenn? 95. Ich muss die mal ausprobieren. Doch ja. Was haben wir denn hier so? Konterangriff. Ja. Reaktionsanbinde dazu. Lederausrüstung ist tatsächlich. Klingt total scheiße, ist aber eigentlich eine gute. Und dann nehmen wir Mika rein. Was ich übrigens festgestellt habe, dass man an dieser Stelle ist, wie man hier schön an Egil sieht, der ist zwar nicht in der Gruppe drin. Aber seine Talente leveln auch alle, also braucht man sich da eigentlich auch keinen Kopf drum machen, großartig. Von daher passt das erstmal. Wo führst du mich denn hin? Irgendwo hin. Zu der nächsten Speckwand. Na gut.
Dann halt wieder hier rein und dann hier oben hoch. Dann Schalter drücken. Oh, Kristall. Jetzt könnten wir auf jeden Fall Clownmeisterin mitnehmen. Da wäre ich gar nicht so gegen mehr in dem Moment, ne? Ja, warte. Wunderschön. Ich würde trotzdem nicht da drin rumschwimmen wollen, aber... Was will man machen? Wo hast du das Kämpfen gelernt, Mika? Einer unserer Nachbarn war ein Kampfkunstmeister, er hat mich trainiert. Was hat dich dazu bewogen? Mein Vater meinte, ich bräuchte Bewegung. Ich würde von einem Zeug, das ich verschlankt, fett werden. Eigentlich hatte ich eine andere Geschichte erwartet. Tja. Eine weitere Lederausrüstung. Ich meine, wie gesagt, ne? Erstaunlicherweise klingt das total langweilig, so wie eine Stufe 1 Rüstung, wenn man so will. Aber nein, es ist halt tatsächlich die, die wir momentan brauchen. Ah, die habe ich irgendwie nicht mal gesehen. Sie waren quasi eins mit dem Nicht-Existieren. So, dann lass mal gucken. Feinder Drache war das, ne? Und dann gefolgt von Aufsteigender Drache. Ohaha. Und dann war da noch die Tatsache, dass es verdammt cool aussieht. Das ist so 2000 mal cooler als Len, was soll ich sagen. Es tut mir leid irgendwie, ein bisschen zumindest. Aber was will man machen? Aufsteigender Drache. Ja. Finde ich dann leider doch ein bisschen zu interessant. Dabei haben wir jetzt quasi noch gar nichts daraus gelernt, so wirklich, weil da geht noch mehr. Mehr Funde. Nicht zu verwechseln mit mehr Funde auf dem Körper, mit Speck und so. Nee, nee. Aber obwohl sie mehr Angriff hat als Len, macht sie zumindest momentan weniger Schaden. Könnte aber auch in der Technik liegen, ne? Das ist ja auch nur einfacher Schaden, also so um die 200 oder 300. Das ist, ja. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Was mich gerade aber gewundert hat, ist, wenn ich das jetzt einsetze, gab es zwei Mikas irgendwie, ne? Ja. Sie wirft Mikas. Mikasa et Ukasa, aber trotzdem sollte man Mikas nicht durch die Gegend werfen. Ich meine ja nur. Cool. Menschen, wo zum Teufel sind wir? Ah, Neuankömmlinge, willkommen im Megalowurm. Habt ihr alle diesen Wurm überlebt und das ist jetzt euer Zuhause? Wonach sieht das aus? Das ist seit Jahren unser Zuhause. Großmutter hier lebt seit über 30 Jahren in diesem Wurm. Was ist los, Mika? Verstehe ich, was du meinst. Sandwurmfleischsuppe mit Miranda-Salbei, Hochlandsalz und Vampirknoblauch. Dieses Rezept kennt nur Mutter. Mika, mein Kind, wie kann das sein? Du lebst? Das Ganze wird immer lächerlicher. Mika, Tomke! Das ist schrecklich, ihr konntet jeden Tag nur Sandwurmfleisch essen? Manchmal fraß der Wurm ein Haus und wir schnappten uns die Gewürze. Hin und wieder sogar ein Schwein oder Huhn, aber sonst hatten wir nur das Fleisch, das wir von den Wänden schabten. Die korrekte Bezeichnung wäre Wurmmagen. Das spielt doch keine Rolle. Der Geschmack ähnelt der traditionellen Sandwurmfleischsuppe. Entschuldigt die Unterbrechung eurer kulinarischen Diskussion, aber wir sollten von hier verschwinden. Wir gehen tatsächlich. Wir hätten nie erwartet, hier lebend rauszukommen. Euch gilt unser Dank. Viele Jahrhunderte lang wütete der Megalowurm in ganz Valandis. Er zerstörte Dörfer und nahm den Menschen in seiner blinden Wut das Leben. Doch nun war die Ursache aller Erdbeben in Valandis besiegt.
Die Kamezin-Schwingen hatten das Monster von innen aufgeschlitzt und sich selbst sowie die darin eingeschlossenen Menschen befreit. Wie? Meine Rüstung durfte ich doch nicht verwenden da drin. Wie? Und ihr wollt wirklich nicht mit uns ins Abendsreich zurückkehren? Nein, alter Mann. Wir sind den Truppen hier etwas schuldig. Wir werden bleiben und ihnen helfen. Dann begleiche auch unsere Schuld. Wir verdanken ihnen unser Leben. Pass auf dich auf, mein Kind. Du auch, Tomke. Wir werden niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Wie ihr mich gerettet habt und Mika. Worüber reden wir nochmal? Oh, Opa! Kommt schon, ich hab Hunger. Gehen wir etwas essen. Wer bist du? Ah, meine liebe Enkelin. Ah, weh, mitten in den Bauch. Der Weg zum Gehirn eines Mannes führt durch den Magen, wie du immer sagst. Aus Liebe zum Essen. Gute Belohnung, weil ich finde das gar nicht mal schlecht, was die Mika so drauf hat. Obwohl ich auch Tomke interessant bin, aber egal. Ich hoffe, Faran hat genug Rationen auf Vorrat. Ich hätte ja schon Bock, das mal auszuprobieren. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hoffe ich doch mal. Was hier? Nein. Nee, Moment, das war... Was ist das? Nee. Es war nicht das Archipel, es war nicht New Wernshire. Es ist nicht meine Insel. Das hier war das. Wo die Leute am Strand liegen, unter anderem der gute Kerl mit seinem Schwein. Und damit ich das jetzt nicht immer wieder machen muss, es hieß ohne Klamotten. Der gedacht, hier kommen dann jetzt, kommt das Viech dann. Aus irgendeinem Grund riecht es hier nach Speck. Gut, gibt jetzt zwei Varianten, warum es nicht auftaucht, wenn ich denn das richtig verstanden habe. Entweder muss ich da landen und es kommt, oder ich darf halt gar nichts anhaben. Das fände ich übrigens furchtbar, nur mal so am Rande. Und deswegen definitiv das einfach gespeichert haben. Ah. Ich hätte echt gedacht, hier taucht dann das Viech auf. Oder vielleicht ist es halt tatsächlich ein anderer Strand, der gemeint ist. Oh man. Ich wollte das wirklich mal ausprobieren, aber gut. Egal. Dann gehen wir mal von irgendwo in Valandis. Soll man lieber nachgucken, nicht, dass ich irgendwie hier was auf einmal nicht mehr ausgerüstet habe. Gehen wir von irgendwo in Valandis wieder zurück nach Shambhala. Das gute alte Shambhala. Über den Wolken. Wo das Shambhala noch grenzenlos ist. Ups. Menschenkiller wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich habe genau in dem Moment auch noch das Dingenswummens gesehen. Mit den Klauen. Das ist die falsche Richtung. Ja, man könnte ja den armen Eulen... Wo wir... Ist natürlich so das Problem, ne? Wo wir als Spieler wissen, die Eulen haben gerade Probleme. Ich könnte ihnen helfen gehen. Aber das Spiel sagt nö. Weil offiziell ist unsere Gruppe natürlich nicht da und offiziell ist unsere Gruppe halt auf der Suche nach anderem Zeug. Es tut mir fast leid, was ich hier gerade jetzt machen werde, aber was will man machen?
Long. Ah, nein, nein. Ich muss ja hier und da mal Spaß haben, ne? Ich kann ja sonst nicht ständig einfach hier Viecher und so rufen. Und so drin kämpfen. Da muss ich ja hin und wieder mal wenigstens so ein bisschen Spaß haben dürfen. Aber Angriffsdrohnen sind auf Maximum. Nein. Falsches Ding. Nein. Immer noch falsches Ding. Jetzt aber. Ja, Ätherkanone. Wow. Hat noch irgendwer irgendwas gerade ausgerüstet mit Maximalkompetenz? Nein. Gut so. Ist allerdings die Frage, soll noch irgendwo ein Stein sein? Mit Höhle und so. Muss ja zu finden sein, theoretisch. Oh Gott, die Affen tun mir gerade leid. Also allgemein tun sie mir jetzt gerade alle leid, aber ne, wie gesagt, was soll ich machen? Da ist die eine Höhle, die wir hatten, jawohl. Das ist die Schatztruhe. Okay. Da ist die Höhle. Nee. Lass mich rein! Ah, das ist eine neue Kette, ne? Nice. Yeah. Genau. Krechzeit, ne? Finde 20 Schatztruhen. Ich glaube, das passte jetzt so alles. Und du hast keinen Dingens bei uns. Guck an. Ja, böser Junge. Hier, das brauchst du definitiv. Konservierungshilfe, das ist so viel besser, angenehmer, geile Sache. Und ja, ich habe hier eh nicht lange nicht mehr reingeguckt. Irgendwie, das ist so. Eine Geschwindigkeit, Fähigkeiten, TP um 10%. Na, warum nicht? So, jetzt muss ja aber noch irgendwo das gemalte Dingensbund sein, der vergrabene Schatz halt. Einer nach hier unten, unwahrscheinlich. Also entweder genau so nach oben. Also ein bisschen schräger. Ein Stückchen hoch, nach runter, hier irgendwo. Vielleicht muss ich auch laufen, ja, um kleiner zu sein und so, aber wir werden das schon finden, irgendwann. Und bis dahin müssen halt arme Affen dran glauben. Damit ich irgendwann mal alle Waffen gelernt habe und super gut in meiner Rüstung bin. Nimm den Schmetterball. Ja, ja. Sieht genauso aus wie das Abwehrbrecher-Ding. Echt langweilig eigentlich. So viel weiter weg kann das doch gar nicht sein, oder? Lass mich nochmal gucken. Das Ding ist hier unten. Das kann nicht so weit weg sein eigentlich. Könnte auch noch hier sein. Das ist aber definitiv nichts. Ah. Zweite Zeichnung vielleicht. Oder halt wirklich genau hier oben irgendwo, aber.
Zeichnung, zweite Zeichnung, zweite Zeichnung. Wäre ganz cool. Und ja, ich weiß, ist nicht das Interessanteste, mir dabei zuzusehen, wie ich hier wie so ein Demlack quasi im Kreis laufe, weil ich versuche, das verbuddelte Dingensbummens zu finden, aber es ist wichtig. Ich habe halt keinen Bock, da immer eine Runde für zu opfern, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Feuerschlag könnten wir halt nehmen. Weil das bei Bossen ganz witzig sein könnte, oder? Wir nehmen einfach mehr Abwehr. Nehmen einfach mehr Abwehr. Mika kann Konterangriff bekommen. Und nur noch mehr Chancen, dass sie angreift. Ja, komm, Seidenerfaden nimmst du trotzdem mal. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Geschwindigkeit der. Nee, kritisch plus 5%. Yeah, mehr Crits. Mehr Crits. Das brauchen wir. An die Grenzen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Du brauchst definitiv mehr Abwehr und Lebenspunkte. Alle kurieren. Ja, warum nicht? TP-Kosten verhindern, auf jeden Fall. Tech-Punkte. Immer schön. Lebenspunkte. Gut. Beziehungsweise dann noch festlegen. Benutze ich eh fast nie. Hier hast du es gelernt. Aber ich habe dir den Ölschlag gar nicht gegeben, ne? Beziehungsweise den Feuerschlag. Ich war wieder so, ja, mache ich und hab's wieder nicht gemacht. Egal. Kann doch nicht sein. Nehmen wir mit, ist gerade da. Hier gibt's Todesäpfel. Ah. ASD2? Was finde ich hier? Roboter? Oh wow. Er war tatsächlich. Der eine Pfeil, den ich ausgeschlossen habe, wie so ein Depp, das war natürlich der, der richtig ist. Egal. Gut. Schön. Dann ist das fertig, dann können wir von hier aus jetzt nach oben gehen. In unfassbarer Geschwindigkeit. Aber fliegen können. Gibt genau einen Schatz, das ist sehr wenig eigentlich. Wir sind in Ruinen nahe. Die Kirche hat eine Einrichtung auf dem Eingang platziert. Da müssen wir erst durch. Eine Einrichtung? Wird uns die Kirche passieren lassen? Ich sorge dafür, mach dir keine Gedanken. Ich verstehe es, Herr Ergil. Du hast dein halbes Leben in Dorwa verbracht? Ja, ich wurde geschickt, um Weisheit zu suchen, damit die Sova mehr über die Welt lernen können. Irgendwie endete ich im Dienst von Sir Isaac. Er war ein sehr großzügiger Mann und hatte noch nie einen Sova wie mich gesehen. Und nach deiner Ausbildung bist du zu deinen Leuten zurückgekehrt. In der Tat, so wie ich es versprach, ging ich zurück. Mit einer großen Menge an Wissen in mir. Und seitdem arbeite ich als Wache. Meine Aufgabe ist es, Monster und Eindringlinge fernzuhalten. Was zum? Was stimmt nicht, Glenn? Seht dort. Gute Frage, was zum Henker? Unzählige Käfige voller Monster. Das ist Teil der Einrichtung. Was ist das für ein Ort? Forschen Sie hier an Monstern? Wir Sova mischen uns nicht in die Geschäfte der Kirche ein. Das kann ich beantworten. Die Monster werden hier geboren. Die Kirche züchtet Monster? Ja, sie sind künstlich geschaffen und werden dann auf der Welt verteilt. Du machst Witze. Warum sollte die Kirche das tun? Woher soll ich das wissen? Aber es klingt ziemlich übel, so viel ich weiß. Monster verbreiten Angst. Angst führt die Menschen zum Glauben. Das ist natürlich das Erste, was einem in den Sinn kommt. Aber das wäre ziemlich aufwendig. Ich weiß, dass die Kirche viel übles Zeug veranstaltet, doch das klingt eher nach einer Schauergeschichte. Einer nicht besonders gehaltvollen.
Du weißt ziemlich gut Bescheid, Sienna. Ich sagte doch, ich war hier schon mal. Abgelegene Orte sind für Schatzsucher wie mich von großem Interesse. Seht da drüben. Sie verfrachten tatsächlich Monster von hier in die Luftschiffe. Bitte kommt, lasst uns weitergehen. Und keiner bemerkt mich. Hallo. Mit dieser neuen Ladung Monster haben wir die Einrichtung in Hekandria wahrscheinlich schon eingeholt. Der Papst wird hoch erfreut sein. Hä? Was machst du hier? Gute Frage, was mache ich hier eigentlich? Da war doch... da. Kein fliegendes Schwein wird zurückgelassen. Bücher sind nicht weiter wichtig, aber Schweine... kann ich nicht so... Hallo? Wollte ich gar nicht haben. Diesen Ort darfst du nicht betreten. Tja, zu spät. Dann ist das Ding wahrscheinlich hier hinten, wa? Nein? Ah. Es soll eine Schatztruhe hier geben. Kann er dann eigentlich nicht so gut versteckt sein? Da ist die Schatztruhe, okay. Aha, ritterliche Ehre. Hass nimmt zu Beginn des Kampfes um 50% zu. Naja. Wäre prinzipiell auch perfekt für Egil. Weird. Was tut ihr hier? Der Zutritt ist verboten. Marto, du wolltest mit ihm reden. Um ehrlich zu sein, ich glaube, hier kann ich nichts machen. Warte, was? Du hast gesagt, du würdest dich drum kümmern. Scheint, als müssten wir uns selbst darum kümmern. Verdammt, benachrichtigt den Kommandeur! Was soll das? Finger weg von der Kirche! Marto, was dachtest du, würde passieren, wenn du uns hierher führst? Marto? Wo ist er hin? Etwas nähert sich. Wir haben kein gutes Gefühl bei der Sache. Lass uns schnell diese Ruinen finden. Es wurde vor 2 Wochen geboren. Wenn wir es mindestens 1 Jahr am Leben erhalten können, wäre das ein Erfolg. Es, ja. Werden wir jetzt wieder verraten von Matro? Ist das der nächste Verräter? Ah, du hast nichts gesehen. Nein, habe ich nicht. Das sieht so nach Bosskampfarena aus, aber... scheinbar völlig irrelevant. Irgendwas hier? Ne. What the fuck ist das da? Was ist das? Sieht aus wie ein großer Klumpen Fleisch. Was macht ihr hier? Ihr müsst sofort gehen. Raus damit! Was ist das für ein Ding? Du hast es auch selbst gesagt, ein Klumpen Fleisch. Ja, mit dem Geschwätz auf und erklär es. Sienna, beruhig dich, was ist los mit dir? Ein gescheitertes Experiment sieht nicht so aus, als könnte es mehr tun, als zu gammeln. Gescheitert, im Gegenteil, eine riesige Kreatur gefüllt mit Äther, so wie es sein soll. Äther, aber wieso? Was geht hier vor? Ein Großinquisitor der Kirche ist Herr Raphael, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mit dieser Einrichtung nicht vertraut. All diese Monster. Eure Exzellenz, was hat das zu bedeuten?
Sienna, was machst du hier? Nun, also... Explosion? Da seid ihr ja, ich sagte doch, wartet am Eingang. Lauft! Der ganze Ort wird in die Luft fliegen. Was stimmt mit dir nicht? Was? Matto, was hast du getan? Erklärungen müssen warten. Und seid doch nicht so in Eile. General Godfrey. Na, 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 Prinzessin Celestia, die Verräterin. Lasst uns durch oder wir verbrennen alle in den Flammen. In den Flammen? Was ist daran so schlimm? Ja. Was sollen wir machen? Wir haben gegen ihn keine Chance. Das stimmt, also sterbt. Ah, sick. Raphael. Ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber dieser Ort gehört zur Kirche und keiner von euch hat hier was verloren. Wie süß. Du glaubst, dass dein Schwert gegen meine Flammen aus der Hölle bestehen kann? Ja. Was zum... Wie stark bist du? Verdammt! Dieses Schwert ist gesegnet vom Licht Gottes. Es brennt heißer als jede Flamme dieser Welt. Respekt. Ein einfacher Mensch, der solche Stärke erlangt wie du. Das ist schon besonders. Und doch nur ein Mensch. Was tut er? Fühlt die gesammelte Macht des Grand Grimoire. Musst du dabei nackig sein? Erfahrt die Macht der Götter. Raphael. Nun zu dir, Verräterin. Wir müssen kämpfen. Bist du von Sinnen? Er hatte noch keine Zeit, seine Magie zu kanalisieren und er ist schwer verwundet. Stimmt, das ist unsere beste Chance, mit diesem Spinner abzurechnen. Und dann versucht mich aufzuhalten. Ja. Klar, ich hätte jetzt auch behauptet, dass wir deswegen gegen ihn kämpfen müssen. Mhm. Rechte Hand, linke Hand, Godfrey. Na toll. Finde ich jetzt nicht ganz so cool, dass er zwei Hände hat. Aber zumindest habe ich sie direkt instant vergiftet. Schon mal, läuft schon mal ganz gut. Jetzt kommt wieder mein göttlicher Debuff. Ganz ehrlich, der einzige Ultra-Move, den ich bisher auch nur im Entferntesten wirklich gut finde. Kann ich nicht anders sagen. Hier ist ein... Ne, Moment. Wie ist denn das hier? Wasser, Wasser und Wasser. Macht Sinn. Ah, und von Godfrey können wir sogar stehlen. Guck an. Dann sollte ich das leider mal machen. Backnack. Und der aufsteigende Drache. Und jetzt die Drachen kommen hier wieder durch. Die Flammen werden noch intensiver. Oh nein. Das ist schon mal die eine Hand wenigstens erledigt. Jetzt können wir mit Yokogiri arbeiten und die andere Hand vernichten. Läuft doch schon mal gut. Und dann der Tigerschlag. Ja. Yeah. Naja, und Wasser. Linken Arm ist ja klar, dass der sowas kann. Ich meine, ist nicht eine super krasse Wiederbelebung, aber ist eine Wiederbelebung. Bleibt mir nichts anderes übrig, als mal ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir woanders hinkommen. Tigerrausch, yeah. Flammenintensität normalisiert sich, ja, okay. Dann hauen wir die ab, dann machen wir hier den Waffenbrecher, damit wir aus dem Overheat wieder rauskommen. Dann saugen wir Äther aus der Luft. Komm, dann kriegst du noch hier das Tapferkeitsmenuett. Man muss ja so ein bisschen damit arbeiten.
Schön, da war der Konter, so gefällt mir das. Und dann können wir wieder den feinen Drachen einsetzen. Ja. Yeah. Und ihn ein bisschen löschen. Und hier gibt es dann wieder... Mal gucken. Mache 3 Treffer. Sind das die Grenzen meiner Macht? Du bist wie Matty. Was hat das mit der Macht von euch Männern auf sich? Du beißt immer mehr ab, als du kauen kannst. Feuerbauch. Ja, das passt ja. Und das war's. Also dafür, dass er so gefährlich sein sollte, aber ja, er war ja verletzt, ne? Ja. Er war verletzt. Wir haben's alle gehört. Lauft schnell! Schätze, das war's für die Einrichtung. Konntest du entkommen, Raphael? Was hat das zu bedeuten, Mato? Du hast Eigentum der Kirche zerstört. Tut mir leid, dass ich euch reinlegen musste, aber ihr musstet euch um die Wachen kümmern. Aber Mato, hast du den eidigen Eid vergessen, den du geschworen hast? Wenn der Chef das rausfindet, dann... Der Anführer des Dorfes hat der Operation zugestimmt. Was? Wieso? Du warst lange weg, Egil. Du hast viel verpasst. Es gab so viel Leid. Wir gaben unseren Eid der Kirche, weil sie uns vor den Monstern bewahrten. Als wir die Wahrheit erfuhren über Shambhala, wussten wir, wer für die Angriffe der Monster verantwortlich war. Es war die Kirche, welche die Monster erschuf und auf uns hetzte. Wir schworen den Eid, weil wir keine Wahl hatten. Dies ist das Land der Sova. Die Kirche ließ sich hier ohne uns zu fragen nieder. Vergeltung musste geübt werden. Vergeltung wurde geübt. Mato. Was tust du? Egal, ob unser Eid unter falschen Voraussetzungen gegeben wurde, ein Eid ist ein Eid. Ein Eid bedeutet den Sova alles. Und doch haben wir ihn gebrochen. Egil, wir alle beschlossen, dass du deinen Weg gehen kannst. Sag mir nicht, dass die anderen... Nein! Wir haben diese Gruppe tapferer Abenteurer ausgenutzt zu unserem Vorteil. Wir schulden es ihnen. Du bist der Stärkste von uns und die größte Hilfe für sie. Schließ dich ihnen an. Mato, überdenkt das nochmal. Am 1. Ersak, ein magischer Teleporter wird euch zu eurem Ziel bringen. Egil, leb wohl. Nein. Nein, Mato. Alter, wofür hab ich diese diese Prinzessin mit ihrem Hund? Okay. Eure Exzellenz, was ist mit diesen Monstern? Warum all das? Hat sie nicht mal irgendwann da erzählt von wegen, niemand stirbt, wenn ich da bin oder so ein Quark und jetzt... Stehst du da einfach immer dusselig rum? Sollten wir nicht Sir Egil helfen? Er bestand darauf, das alleine zu tun. Ich bin fertig. Sie sind alle beerdigt. Egil... Ja, es stimmt, sie war nicht immer nett zu mir. Ich war mein halbes Leben lang weg, also kannte ich sie kaum. Ich war wie ein Fremder im Dorf, einem Dorf, welches nicht wusste, wie man Fremde behandelt. Ich bin nicht säuerlich sauer. Sir Glenn. Ja? Ihr hält mich nichts mehr. Die Sova wollten, dass ich euch helfe, doch diese Entscheidung liegt allein in meinen Händen. Ich werde mich nicht an ein Eid binden, wie sie es taten. Warum sagt ihr mir nicht, was euer Ziel ist? Und dann entscheide ich, ob ich mich euch anschließen werde. Dann lasst mich der Erzähler dieser Geschichte sein. Ich verstehe. Okay, ich verständlich verstehe. Also wenn das so ist... Was? Ihr seid eine Gruppe von Widerständlern, die eine Massenvernichtungswaffe gestohlen haben und versucht, das Land von der Tyrannei zu befreien? Unerwartet. Aber ihr wollt dieses Grand Grimoire vernichten, habe ich das korrekt verstanden?
Das ist, wofür wir unser Leben riskieren, ja. Und einen Tyrannen zu stürzen klingt nach einer noblen Geste. Also gut, als Ritter des Dämmerblauen schließe ich mich euch an, im guten Glauben, mit eurer Erlaubnis natürlich. Scholz ist Mitglied der Sova-Community auf Shambhala, die es nicht mehr gibt. Er wurde auf den Boden geschickt, um Wissen über Eldria zu sammeln und es nach Hause zu bringen. Dort traf er den Ritter Sir Isaac von Dorva und wurde sein Knappe. Am Ende seines Trainings ging er zurück in sein Heimatland. Wegen seiner angeborenen Unfähigkeit zu fliegen, wurde er von anderen oft geärgert. Du solltest uns begleiten, sofern du versprichst, nicht im Weg zu sein. Wie großartig, er kommt mit, er sieht so freundlich aus und flauschig. Ausgezeichnet, so lass dies mein Eins sein. Ich beschütze die Kamezin-Schwingen und unterstütze ihren Weg, Valandes von der Tyrannei zu befreien. Ich glaube, wir brauchen kein Eid, um dich willkommen zu heißen, Sir Aegir. Martho sagte, der Teleporter zur Zuflucht sei bei dem ersten Isaac im Norden. Lass uns dorthin gehen. Ja, ein bisschen langer Part, aber wieder ein Boss tot, ne? Und ja, der Arme ist jetzt ein Waisenkind oder so? Keine Ahnung, ich meine, schien ihm jetzt relativ egal zu sein, aber bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Da ich noch gar nichts über das Spiel weiß, hier einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Wir Helden, wir machen das Böse platt. Und das machen wir auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder einschaltet, hier zurück bei Chained Echoes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert, kommentiert und liked das Ganze. Bis zum nächsten Mal.